Eine plötzlich brühend heiße Dusche, gruselige Geräusche in der Nacht, eine überlaufende Schüssel ohne Loch, das diese Schweinerei aufhalten könnte, überraschende Schlangen bei dir zu Hause. Ja, deine Toilette hat mit all dem zu tun. Dabei sieht sie so unschuldig aus, wie sie da so hockt, oder? Als könnte kein Wässerchen sie spülen. Naja, es ist an der Zeit, mehr über dieses Ding rauszufinden, das du wahrscheinlich öfter benutzt als alles andere. Setz dich. Es gibt kein Überlaufloch in der Toilette, weil das Extraloch noch leichter verstopfen würde als der Hauptabfluss. Der ist nämlich selbst schon ein Überlaufloch. Ein gebogenes Rohr im unteren Teil mit einer sogenannten S-Krümmung oder auch Siphon genannt, funktioniert wie ein Hügel, über den das Wasser nicht rüberkommt. Wenn die Schüssel überläuft, schafft dieser Fluss einen Absaugeffekt und leert die Schüssel. Sehr, sehr selten kann eine Schlange in deinem Klo auftauchen. Schlangen gelangen durch eine Öffnung in der Kanalisation in eine Toilette, wenn sie dort auf der Suche nach Mäusen und Ratten sind. Sie schlängeln sich durch die Rohre und durch die S-Krümmung, die ich gerade erwähnt habe. Wie würdest du reagieren, wenn dir sowas passieren würde? Schreib's uns unten in die Comments rein. Kochendes Fett oder andere Küchenabfälle in der Toilette runterzuspülen, verstopft irgendwann den Abfluss. Ei, ei, ei. Solches Zeug trennt sich nicht ordentlich, verklumpt und bleibt in den Rohren kleben. Kochendes Fett füllst du am besten in eine verschließbare Plastikflasche oder ein Glas mit Deckel und wirfst es in den Müll. Deine Dusche wird zu heiß, wenn jemand das Klo spült, sollten deine Rohrleitungen Teil eines Stamm- und Zweigsystems sein. Dabei führt ein großes Rohr von einem Ende zum anderen durch das ganze Gebäude und kleinere Rohre gehen davon ab, um Wasser zu Einzelanlagen zu befördern. Da der Tank nur kaltes Wasser enthält, bekommt deine Dusche nicht genug ab, um es mit dem heißen Wasser zu mischen und... selbstspülende Toiletten. Das Wunder der modernen Welt. Toilettensensoren wissen mit Hilfe der gleichen Infrarotlichtsensoren wie in deiner Fernbedienung, wann sie zu spülen haben. Diese Sensoren geben einen ständigen Strahl ab und merken es, wenn dessen Licht von einer Person reflektiert wird. Tief drinnen steckt ein Mikrochip, der all das kontrolliert und hilft, die Wahrscheinlichkeit einer Fehlaktivierung zu reduzieren, wenn jemand nur an der Toilette vorbeigeht. In vielen, zumindest US-amerikanischen Haushalten, gerät Toilettenwasser in Bewegung, wenn es windig ist, weil es ein Lüftungsrohr gibt, das durch das Dach nach draußen führt. Bläst der Wind sehr stark über dieses Rohr hinweg, sinkt der Luftdruck darin. Die Luft versucht zu entkommen und sorgt für einen Saugeffekt im ganzen Leitungssystem, wodurch das Wasser plätschert. Solltest du es nach dem Spülen oder irgendwann nachts pfeifen hören, heißt das, dass etwas mit dem Füllventil nicht stimmt. Das ist verantwortlich für die Wassermenge, die nach dem Spülen in den Tank fließt. Mit der Zeit können Innenteile verschleißen, was zu seltsamen Geräuschen von deiner Keramikfreundin führt. Andere Arten komischer Geräusche. Wenn das Wetter warm und feucht wird, kann dein Spülkasten zu schwitzen beginnen. Die warme Luft kommt in Kontakt mit dem kalten Wasser darin und außen bildet sich Kondenswasser. Das kann deinen Fußboden, den Fliesen und, bei einer alten Toilette, sogar den Bolzen im Boden schaden. Die andere Ursache für einen feuchten Kasten kann eine undichte Klappe sein. Überprüf deine Klappe regelmäßig. Die meisten europäischen Badezimmer verwenden ein Abspülsystem, bei dem Wasser aus dem Spülkasten durch einen Wasserfluss aus dem Rand der Schüssel herausgepresst wird. Die meisten amerikanischen Toiletten arbeiten mit einem Entleerungssystem, bei dem das Toilettenwasser mit Kraft durch den Abfluss abgelassen wird. Ein hoher Wasserstand macht es außerdem leichter, die Schüssel sauber zu halten. Daher steht in US-Toiletten immer so viel Wasser. Toiletten bestehen aus Porzellan, weil es sehr glatt ist. Daher können keine Partikel dran hängen bleiben. Das Material ist außerdem nicht porös, was es hervorragend vor Bakterienbefall schützt. Darüber hinaus korrodiert und oxidiert Porzellan nicht und hält entsprechend länger. Außerdem lässt es sich leicht in verschiedene Formen bringen, was es perfekt macht für Tanks, Deckel und Abflüsse. Manchmal, wenn du spülst, mach die Toilette einfach weiter, bis du an der Taste rüttelst. Höchstwahrscheinlich bleibt diese stecken, weshalb der Abfluss des Spülkastens offen bleibt. Den Griff zu ölen oder festzuschrauben kann helfen. Wenn nicht, musst du ihn wohl ersetzen.
Um zu überprüfen, ob du ein verstecktes Wasserleck hast, füll etwas Lebensmittelfarbe in den Spülkasten. Dann warte 10 Minuten und sieh nach, ob sich die Farbe des Wassers in der Schüssel verändert hat. Wenn ja, solltest du wohl einen Klempner rufen. Die Türen in öffentlichen WCs reichen nicht bis zum Boden, weil das einfach billiger ist. Weniger Material bedeutet einen geringeren Preis. Es macht auch das Säubern einfacher. Man muss nur mit einem Mop unter der Tür durchwischen, ohne sie zu öffnen. Außerdem kann man durch die Lücke sehen, ob besetzt ist oder nicht. Und zu guter Letzt können dir Nebenmann oder Nebenfrau so aushelfen, falls dir das Klopapier ausgeht. Manche Toiletten füllen sich sehr schnell wieder auf und du kannst sofort wieder spülen, falls du musst, während andere sehr viel länger brauchen. Wenn du gute Rohre mit hohem Druck hast, wird dein Kasten schnell wieder voll. Ist das Ganze etwas verschlammt, musst du warten. Außerdem sind die oberen Etagen natürlich weiter weg von der Wasserversorgung, was das Hochpumpen erschwert. Sollte deine Toilette nur langsam spülen, könnte etwas mit dem Spülmechanismus oder der Lüftung nicht stimmen oder der Abfluss ist blockiert. Ohne schnelle Spülung entsteht kein Saugeffekt im Rohr, der das Abwasser wegspült. Auch wenn du keine Reinigung oder Spülung auslässt, können irgendwann fiese Flecken in der Schüssel auftreten. Das sind Ablagerungen von Mineralien, an denen hartes Wasser sehr reich ist. Du kannst versuchen, sie mit Essig zu entfernen. Gieß es einfach in die Schüssel und schrubbe mit der Klobürste nach. Wenn du mit offenem Deckel spülst, fliegen winzige Partikel von allem Möglichen in der Schüssel bis zu 5 Meter hoch in die Luft und landen überall in deinem Bad. Diese Partikel können ansteckende Keime tragen, die deiner Gesundheit schaden. Schütz dich also selbst und schließ einfach den Klodeckel. Das blaue Wasser von den Erfrischern im Spülkasten mag toll aussehen, aber den meisten Klempnern zufolge ist es schlecht für deine Toilette. Die Chemikalien darin können wichtigen Teilen im Wassertank schaden. Und wenn die kaputt gehen, könnt ihr die Toilette nicht mehr richtig spülen. Diese Lücke in der Klobrille, die sie wie ein U aussehen lässt, gibt es aufgrund von Klempnerregeln. Denen zufolge müssen seit 1995 alle öffentlichen Toilettensitze offen sein. Die Lücke verhindert außerdem, dass dein Intimbereich mit ungewollten Tröpfchen in Kontakt kommt. Okay, na dann, danke. Diese Sitzabdeckungen schützen dich nicht wirklich vor Keimen, da sie sehr saugfähig sind. Bakterien und Viren sind super klein, daher sicken sie leicht durch das Papier, aus dem die Abdeckungen bestehen. Aber es gibt eine gute Nachricht. Sich auf einem Klositz eine Infektion zu holen, ist nur möglich, wenn deine Haut kaputt ist und in direkten Kontakt mit dem Sitz kommt. Toiletten mit 2 Spültasten funktionieren wie folgt. Die große Taste spült den vollen Kasten leer, die kleine, um Wasser zu sparen, nur den halben. Um leichter und schneller zu erkennen, welche Taste welche ist, hat man diesen Mechanismus später modifiziert. Ein kurzes Drücken sorgt für ein halbes Spülen, ein längeres für das volle. Auch wenn Klopapier sich auflösen soll, wenn es nass wird, bitten manche öffentliche WCs darum, es nicht runterzuspülen. Es besteht immer noch die Möglichkeit einer Verstopfung, wenn du zu viel Papier verwendest oder das Leitungssystem schon alt ist. Solltest du also ein entsprechendes Zeichen sehen, hör drauf und benutze den Mülleimer. Zu guter Letzt wollen wir den Toiletten die Möglichkeit geben, ihre Version der Geschichte zu erzählen. Stell dir nur vor, was es da alles zu berichten gäbe. Traurigerweise bekommen sie nicht viel zu sehen und wir haben noch nichts von ihnen gehört. Alles, was uns bleibt, ist Danke zu sagen, unserer Freundin der Toilette. Danke für deine kloreichen Taten. Hey, wenn du heute was Neues gelernt hast, gib diesem Video gerne ein Like und teil's mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klick einfach links oder rechts und bleib bei uns auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.